Aber wir hören noch immer nicht auf, Geschichte zu schreiben. Einen donnernden Applaus für Pastor Christian Stockmann. Ja, wir haben gedacht, wir fangen mit unserem Song an. Wir haben im März ein Lied bekommen, das heißt, Furcht ist niemals ein guter Berater, sondern Glaube im Herzen, der Berge versetzt. Und ich bin Pastor in Berlin und ich konnte meinen Augen und Ohren nicht trauen. Die Kirche hat komplett geschwiegen. Und ich stehe heute hier und sage, nein, das kann nicht sein. Gerade in Zeiten der Not muss die Kirche für die Menschen da sein. Es ist schier unglaublich, wie viele Pastoren sich nicht gemeldet haben, die Kranken alleine lassen, die Sterbenden nicht besuchen. Wir haben von Anfang an gesagt nein und wir haben das Netzwerk gegründet, Christen im Widerstand. Und momentan werden wir jeden Tag 10 bis 20 Leute mehr in Deutschland. Okay, ihr Lieben, und ihr dürft es mitsehen, vielleicht gibt es sogar auf der Leinwand. Furcht ist niemals ein guter Berater. Gib uns noch ein bisschen mehr Monitor. Hier drauf. Freiheit ausrufen für unser Land. Lass uns das mal zusammenrufen. Freiheit!
Furcht, niemals. Furcht ist niemals ein guter Berat, sondern Hoffnung. Sondern Hoffnung und Liebe vertreibt alle Angst. Vater, deine Liebe ist das, was das Land benötigt. Nur die Regeln deines Wortes ist Leben. Wirklich würde ich mein Freund Dennis aus Berlin. Vergessen, dass du Liebe bist, gesucht in dieser Welt, doch gescheitert um ein Vielfaches. Ohne dich gibt es kein Frieden, Frieden, der das Herz erfüllt. Freude pur in deiner Nähe, du bist unser Friedefürst. Was kann uns diese Welt schon geben? Du siehst selbst, was hier passiert. Jeden Tag kommt ihr, könnt ihn hören im Internet. Aus grüner Zeit mache ich es kurz, weil wir wollen den anderen Respekt geben. Ich will noch ganz kurz was sagen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass wir hier in unserem Land, hier mit dieser Bewegung, das Mandat haben, der ganzen Welt Freiheit zu bringen. Der ganzen Welt. Glaube versetzt Berge. Und unsere Botschaft als Christen im Widerstand ist, Liebe ist immer stärker als der Tod. Licht vertreibt jede Finsternis. Probier es aus. Zünd heute Abend in einem dunklen Raum eine Kerze an. Licht vertreibt jede Finsternis. Die Wahrheit ist mächtiger als die Lüge. Heute kommt ans Licht, dass über 1 Million Menschen, 2 Millionen Menschen, ich weiß es nicht, hier versammelt sind. Die Wahrheit kommt ans Licht. Jawohl. Und ich möchte euch mit einer guten Botschaft hier raussenden. Wenn Gott mit uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Und ich kann euch versprechen, habt die ganze Bibel studiert, ich kann euch versprechen, dass Gott, der Gott, an den wir glauben, Jesus Christus, er ist auf der Seite derer, die die Wahrheit lieben, sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen und ein aufrichtiges Herz haben. Er ist mit uns, er hilft uns und es wird uns gelingen. Es wird uns gelingen. Wir werden diese finsteren Machenschaften zurückdrängen. Jawohl. Alles andere streiche ich und ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Verkündet die Botschaft des Friedens, tragt sie hinaus. Erhebt euch wie Krieger des Lichts, steht endlich auf. Stimme der Wahrheit und Liebe wird dringend gebraucht. Oh, 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 oh. Furcht ist niemals ein guter Berater, sondern Glaube im Herzen der Berge.